Wie keine andere Substanz auf unserem Planeten bewegt sich Wasser in einem ständigen Kreislauf zwischen Himmel und Erde. Dieser Kreislauf wird durch die Kraft der Sonne in Gang gehalten. Die Sonnenenergie lässt Wasser auf der Erdoberfläche verdunsten. Pro Minute etwa 1 Milliarde Tonnen. Auch die Pflanzen haben an der Wasserverdunstung einen großen Anteil. So verdunstet ein intaktes Waldstück von 1 Hektar Größe an einem heißen Sommertag bis zu 40.000 Liter Wasser. Der aufsteigende Wasserdampf verdichtet sich zu Wolken, die dieses Wasser zum Beispiel als Regen wieder abgeben, und der Kreislauf beginnt von vorn. Regenwasser enthält ursprünglich so gut wie keine Verunreinigungen. Doch das hat sich in unserem Zeitalter gewaltig verändert. Eine Vielzahl von Schadstoffen aus der Luft verschmutzt diesen wertvollen Rohstoff Wasser, noch bevor er die Erde erreicht. Während der größte Teil der entstehenden Niederschläge aber wieder auf die riesigen Wasserflächen der Meere und Ozeane zurückfällt, erreicht nur etwa ein Zehntel das Festland. Dort versickert ein Teil der Niederschläge im Boden, bleibt dort haften oder wandert bis zum Grundwasser. Das Wasser löst auf seinem Weg durch die Bodenschichten verschiedene Salze, die an anderen Stellen wieder auskristallisieren. Auf diese Weise kann es zur Bildung von Tropfsteinhöhlen kommen. Auf dem Weg zum Grundwasser filtrieren unterschiedliche geologische Formationen das versickernde Wasser. Gereinigt steht es zum Beispiel als Quellwasser wieder zur Verfügung. Doch dieser Kreislauf ist bereits massiv gestört. An vielen Stellen ist die Filterwirkung des Bodens nicht mehr vorhanden, da zum Beispiel Schadstoffe aus nicht gesicherten Mülldeponien ins Grundwasser sickern oder durch Überdüngung die Nitratbelastung steigt. Die natürlichen Schwämme, wie riesige Wälder und Moore, die die Niederschläge aufsaugen und langsam abgeben, werden mehr und mehr zerstört. Häuser und Straßen versiegeln den Boden. Niederschläge können nicht mehr eindringen. Die Grundwasserbildung geht zurück. Immer mehr Niederschläge gelangen direkt in die Oberflächengewässer und fließen relativ schnell wieder ins Meer zurück. Dieser Rückfluss wird zudem durch Flussbegradigungen stark beschleunigt. Immer öfter kommt es dadurch zu Überschwemmungen. All diese Maßnahmen sowie die Einleitung ungeklärter Abwässer überfordern die Selbstreinigungskräfte der Gewässer. Ein natürliches Gewässer verfügt nur in begrenztem Umfang über eine solche Selbstreinigungskraft. Sie beruht auf der Wirkung zahlreicher Mikroorganismen. Doch darauf wurde man erst aufmerksam, als die Natur dort, wo sie überfordert wurde, nicht mehr mitmachte und die Gewässer umkippten. Alle genannten Faktoren führen dazu, dass der Vorrat an Rohwasser, der als Trinkwasser genutzt werden kann, in Ballungszentren immer rarer wird. So werden immer häufiger Oberflächengewässer, auch Flüsse, zur Trinkwasserversorgung herangezogen. Doch das bringt Probleme mit sich. Fast alle Flüsse sind mehr oder minder stark verschmutzt. Eine direkte Wasserentnahme ist nicht mehr möglich. Daher werden in Ufernähe Brunnen angelegt. Das Flusswasser wird so zunächst durch dünnere Bodenschichten leicht vorgereinigt. Durch den ständigen Austausch von Fluss- und Grundwasser ist das gewonnene Wasser somit ein Gemisch aus diesen beiden Rohwässern. Aufgrund des heutigen Verschmutzungsgrades muss das Wasser besonders sorgfältig aufbereitet werden,
Wasserwerke gleichen daher immer mehr kleineren chemischen Fabrikanlagen. Im Verlauf der Trinkwassergewinnung werden zuerst die Schwebstoffe entfernt. Dazu durchströmt das Rohwasser einen Sandfilter. Zwischen den Sandkörnern bleiben die Schwebstoffe haften. In regelmäßigen Abständen werden die Sandfilter aufgewirbelt und dabei von den Schwebstoffen wieder befreit. Ein weiteres wichtiges Aufbereitungsverfahren ist die Oxidation. Als Oxidationsmittel verwendet man unter anderem Ozon, das man in Platten oder Röhren Ozonisatoren aus dem Sauerstoff der Luft herstellt. Die sauerstoffhaltige Luft strömt zwischen Hochspannungselektroden hindurch. Elektrische Entladungen lassen aus dem Luftsauerstoff Ozon entstehen. Die ozonhaltige Luft wird mit dem schadstoffhaltigen Wasser in Kontakt gebracht. Die sich vom Ozon abspaltenden Sauerstoffatome wirken stark oxidierend. Sie brechen die Bindungen vieler schwer abbaubarer Schadstoffmoleküle auf und zerlegen sie zu leichter abbaubaren Bruchstücken. Diese müssen dann mit Hilfe weiterer Reinigungsverfahren entfernt werden. Zu ihnen gehört unter anderem das Adsorptionsverfahren mit zweistufigen Aktivkohlefiltern. Das Prinzip zeigt folgender Versuch. Der Farbstoff symbolisiert die Verschmutzung. Im Verlauf der Filtration bleibt der Schmutz an der Aktivkohle haften. Die Wirkung dieses Verfahrens beruht auf der porösen Struktur der Aktivkohle. Unter dem Rasterelektronenmikroskop wird sichtbar, dass zwischen den Kohleteilchen viele Krater, Risse, Poren und Spalten existieren. Diese Hohlräume bilden eine enorm große Oberfläche, an der sich die Schadstoffe anlagern. Bevor das so aufbereitete Trinkwasser in die Versorgungsleitungen gelangt, wird es zum Beispiel mit Hilfe von Chlorgas entkeimt. Doch wie gehen wir mit dem zum Teil mühevoll aufbereiteten Wasser um? Nur den geringsten Teil verwenden wir direkt oder indirekt zum Trinken. Der weitaus größte Teil dient zum Geschirrspülen, Wäschewaschen oder zur Körperreinigung und gelangt mehr oder weniger stark verschmutzt als Abwasser wieder in den Wasserkreislauf. Wasser wird aber nicht nur im Haushalt benötigt. Die größten Mengen verbraucht die Industrie bei der Herstellung der von uns konsumierten Produkte. Es gibt heutzutage wohl kein Erzeugnis, bei dessen Produktion nicht in irgendeiner Phase Wasser benötigt wird. Doch den meisten Waren ist ihr Wasserverbrauch kaum anzusehen. So benötigt man 7 Liter Wasser, um einen Liter Trinkmilch herzustellen. 30 Liter für 100 Gramm Papier. 40 Liter für 1 Kilogramm Zucker. 50 Liter für 1 Liter Benzin. 90 Liter für 5 CDs. Die Hauptmenge des in der Industrie genutzten Wassers wird zu Kühlzwecken in Wärmekraftwerken verwendet. Je nach vorgesehenem Verwendungszweck werden unterschiedliche Anforderungen an das sogenannte Brauchwasser gestellt. So benötigt man zum Beispiel bei Hochleistungskesseln voll enthärtetes Wasser, damit es nicht zur Kesselsteinbildung ähnlich der Tropfsteinbildung kommen kann. Die Enthärtung geschieht meist in Ionenaustauschern. Anschließend enthält das Wasser keine härtebildenden Salzionen mehr. Aufgrund der hohen Aufbereitungskosten geht die Industrie immer stärker dazu über, Brauchwasser mehrfach zu verwenden. Von der Durchlaufkühlung wird mehr und mehr auf Rückkühlung mit innerbetrieblichem Wasserkreislauf umgestellt. Obwohl in der Industrie Wasser bis zu 7-mal wiederverwendet wird, fallen täglich bis zu 100 Milliarden Liter Abwasser an, das mehr oder weniger stark verunreinigt ist.
Bis ins letzte Jahrhundert kümmerten sich die Menschen wenig darum, was mit ihrem Abwasser geschah. Es wurde ungeklärt den Flüssen und Seen zugeführt. Infolge der raschen Industrialisierung sowie steigender Bevölkerungsdichte nahm die Abwassermenge gewaltig zu und verseuchte das damals noch als Trinkwasser genutzte Flusswasser. Leistungsfähige Kläranlagen mussten gebaut werden. Dort wird das Wasser zunächst einer mechanischen Reinigung unterzogen. Ein Rechen hält grobes Material zurück. Sand, Erde, Schotter und Kies setzen sich im Sandfang ab. Im Vorklärbecken kommt das Abwasser fast ganz zur Ruhe. Die feinen Schwebstoffe sinken zu Boden und werden als Schlamm mithilfe eines Räumers entfernt. Die mechanische Reinigung ist nun abgeschlossen. Da mit ihrer Hilfe aber nur etwa ein Drittel der schmutzigen Bestandteile aus dem Abwasser beseitigt werden kann, schließt sich die biologische Klärung an. Sie erfolgt heute vielfach schon in Biohochreaktoren. Dort werden die organischen Schmutzteilchen von Mikroorganismen abgebaut. Um leben und voll wirksam werden zu können, benötigen diese Bakterien Sauerstoff. Dieser wird ständig von unten in den Reaktor geblasen. Anschließend durchläuft das Abwasser ein Nachklärbecken. Hier setzen sich die Rückstände und Mikroorganismen als Schlamm ab. Das gereinigte Wasser fließt in den Vorfluter. Ein Teil des Schlamms wird wieder als Impfmaterial in den Reaktor geleitet. Der überschüssige Schlamm gelangt in Faultürme. Dort entsteht Biogas, das unter anderem zur Energieversorgung der Kläranlage mit eingesetzt werden kann. Obwohl Abwässer in zunehmendem Maße biologisch nicht abbaufähige Substanzen enthalten, besitzen erst wenige Kläranlagen eine dritte Reinigungsstufe, die chemische Reinigung. Das Abwasser wird unter anderem mit Chemikalien versetzt, die sich mit den Verunreinigungen verbinden und diese ausfällen. Mithilfe dieser chemischen Fällung können zum Beispiel auch Schwermetallionen abgetrennt werden, die sich dann im Klärschlamm absetzen. Im großen Ausmaß werden diese Verfahren in der chemischen Industrie angewandt. Sie werden dort in vielen Fällen einer biologischen Reinigung vorgeschaltet. Alle gezeigten Verfahren dürfen jedoch darüber nicht hinwegtäuschen, dass sie ihre Grenzen haben und dass immer noch ein Fünftel aller Abwässer ungereinigt Flüsse, Bäche und Seen erreicht. Die Wasserverschmutzung nimmt zu. Das Wasser, das wir und die Industrie verbrauchen, ist aus der Natur geliehen. Es wird nur für einen gewissen Zeitraum dem natürlichen Wasserkreislauf entnommen. Nach einiger Zeit muss es wieder unbelastet zurückgegeben werden, damit der Kreislauf von vorn beginnen kann.